Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof. Man lernt nur dazu. Also, das ist David. Ich meine den Typen mit dem roten Auto. Spaß. Video.
Ja, da komm doch her. Das ist so assig, irgendwie zu filmen. Wir sind jetzt bei den abgefuckten Häusern. Und die sind wirklich voll abgefuckt. Also ich schätze mal, früher war das mal eine Schule. Also ich schätze mal, hier war früher so ein Bahnhof. Und deswegen laufen wir jetzt erstmal hier durch die Gegend. Da sind die anderen. Man nicht wirklich, aber wo ist hier? Ich glaube, ich muss echt mal so eine gute Kamera mit einem guten Autofokus finden. Weil sonst kann ich halt nicht einfach immer so wieder umklappen. Meine Nase ist rot, weil es so kalt ist. Auf jeden Fall haben wir es jetzt endlich geschafft. Die abgepackten Häusern. Das sind gar keine Häuser irgendwie. Das sind irgendwie mehr. Das ist eher ein abgepackter Bahnhof. Doch, ich glaube, ich hab's auf Video. Ja, ich guck mal, warte. Nein. Aber da ist der Mond. Man sieht ihn nur nicht. So, jetzt fertig mit diesem Haus und gehen jetzt weiter zum nächsten abgefuckten Haus. Ja, sie hat sich einfach nur eiskalt abgelegt. Sieht man das? Weiß ich das eh nicht. Echt nicht? Guck mal meine Hände. Oh, die sind rot. So sehen meine Hände aus im Vergleich. Es tat weh. Okay. Okay. Oh, Haus vorbei. Boah, das ist richtig erschrocken, ey. So, ich packe die Kamera jetzt weg, weil ich glaube, es sind Leute hier. Deswegen filme ich jetzt weiter mit dem Handy. Und wir gehen jetzt wieder raus. So, wo ist denn das nächste abgepackte Haus? Das war richtig hässlich. Ich wollte euch das mega gruselige zeigen. Ja, los. Ich weiß noch nicht genau, wo lang. Wir sind einfach nur durch den Wald gelaufen. Wir laufen jetzt einfach durch den Wald, um ein richtig gruseliges Haus zu finden. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Und mein Arm fällt schon richtig ab, weil das einfach nur richtig abgefuckt ist, mit der Kamera so hochzuhalten. Du hättest einen Selfie-Stab benutzen. Ich hatte mal Selfie, ich darf aber im Auto vergessen. Wow. Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zu diesem gruseligen Haus und gucken, ob es wirklich so gruselig ist, wie sie gesagt hat. Ich glaube,
Also wir stehen jetzt hier gerade auf so einer Erhöhung. Und da für mich jetzt ein bisschen den Sonnenuntergang mit meinem Handy. Was? Ja! Vielleicht. Warte. Jetzt. Und da ist der. Ich weiß gar nicht, ob ich im Fokus bin. Also, wir sind schon fast am Ende von unserem Trip und fahren dann gleich nach Hause, weil es wird langsam dunkel und kalt. Und dann lohnt sich das kaum noch, das zu machen. Außerdem ist mein Arm richtig schwach geworden, weil ich die ganze Zeit so hochhalten muss. Meine Aufnahme ist gleich vorbei, weil der Sonnenuntergang auch langsam vorbeigeht. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ah ja, übrigens habe ich noch gar nicht gesagt. Morgen fahre ich von der Klasse aus nach Amsterdam. Und da werde ich halt versuchen, auch so viel wie möglich aufzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die große Kamera mitnehmen kann, die ich heute gemacht habe. Aber sonst nehme ich einfach mein Handy mit. Jetzt sehen wir gleich wieder, wie ich hin und her laufe. Dann fahren wir jetzt gleich langsam mal nach Hause. Bis nachher. Wieder zurück in meinem Haus, also in meinem Raum meine ich. Gehe jetzt auch langsam schlafen. Ich wollte mich auf jeden Fall bei denen, die dabei sind, bedanken, weil es halt schön war. Und ich fahre morgen nach Amsterdam. Nehme ich, denke mal, mein Handy mit. Vielleicht noch die Kamera, ich weiß noch nicht ganz genau. Seht ihr morgen dann, also für mich morgen. Für euch irgendwann. Das Video werde ich, glaube ich, bald hochladen, denn es ist jetzt schon bei 15 Minuten. Und das heißt, für mich, das kommt online. Dann bis zum nächsten Mal. Mir fällt gerade drauf, ich habe irgendwas vergessen, Aufnahmen vergessen mit reinzuschneiden. Na super. Egal. Waren bestimmt noch nicht so richtig. Bis zum nächsten Mal.